So, und damit herzlich willkommen hier zum letzten Spiel für heute. Und zwar Mouseforce gegen 3D Max. Ich weiß leider nicht, ob das jetzt hier Johnny Knife um die Seite ist oder ob noch gewotet wird. Demzufolge abwarten. Fände ich, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, nicht so schlecht, nochmal Inferno zu sehen. Aber vielleicht kommen ja. Ne, geht doch direkt los. Also, man bleibt hier bei Inferno. Hat man doch ganz gut gewehtot. Leider nicht mitbekommen, was da rausgewählt wurde, aber finde ich gut, dass man es jetzt nochmal spielt. Und da geht's auch schon fast los. Settings wäre noch gefordert. Und Maus darf wieder als Terror ran. Hoffen wir mal, dass es diesmal besser losgeht. Vielleicht sogar mit einer Pistole, wer weiß. Ach, vielleicht hat man sich auch jetzt direkt mal besprochen und mal kurz rausgegangen oder so. Mal wieder kurz durchgeatmet. Ganz kurz vielleicht über das Spiel geredet, was lief falsch. Vielleicht kann man es jetzt direkt umstellen. Und hier zur Überraschung aller vielleicht sogar ein passables Spiel abliefern. So, der Aufbau, glaube ich, vorhin eben gleich gewesen mit drei Mann Mitte unten und zwei falsche. Hier wird erstmal ein bisschen attackiert und boah, so nix. Gibt er den Headshot ans Auto. PRP versucht da direkt den Refact zu setzen, kann es auch schaffen. Zweiten. Sehr aimlastiges Spiel gerade. Hatte jetzt auch Support von Guardian. Aber ein Mausler ist noch falsche Mitte. Eine Minute noch auf der Uhr. Ich glaube, die muss aufpassen, dass jetzt nicht am Döner geholt wird. Boah, sehr schön. Setzt den Frag. Bindet jetzt ein. Oh, Guardian ist auch drüben und jetzt nur noch einer am B-Spot. Sieht ganz solide aus. Nuki und Kerrigan, viel HP. Boah! Schönes Brett vom Finn. Sind auf Spot. Einer über Banane. Da deckt Trubly hoffentlich gleich ab. Am Schlitz, sehr schön. Hat ihn gesehen. Spitze setzt. Hallo? Boah! Wahrscheinlich ein bisschen laut gerade gewesen im Raum. Aber hat letztendlich noch den Frag gesetzt. Und jetzt, gerade den darf da nichts mehr machen. Wieder von fünf Leuten abgeaimt, oder von vier halt. Und Kerrigan schnappt sich dann zweiten in der Runde und man mag es nicht glauben, aber Maus gewinnt tatsächlich mal eine Pistole. 1 zu 0 für die Mäuse und das auf T-Seite, das ist doch schon mal ein guter Start. Aber vorhin ging sie eigentlich auch gar nicht so schlecht los. Man hat ja direkt die erste Equip geholt, die zweite danach auf auch. Und dann halt diese Eco verloren und seitdem ging es quasi nur bergab. Wenn man jetzt hier solide Anti-Eco spielt, dann ist das schon mal eine gute Basis. Trouble da im Eck zwischen den Häusern. CT traut sich leider nicht vor, ist jetzt Kinderzimmer drin. Ansonsten wird hier alles weiter def abgedeckt. Sonix steht auch Anti-Flash. Sehr schön. Da läuft man wirklich nicht nochmal Gefahr, in so einen Move reinzulaufen. Oscar hat dann wahrscheinlich doch die Geduld verloren oder wollte dann einfach checken, von Trouble kassiert. 3D Max spekuliert hier ein bisschen auf dem B. Mit drei Leuten. Radar immer noch kaputt. So, ich weiß nicht, ob das angenehmer ist jetzt ohne Radar. Ich lasse es einfach mal so. Dafür wird es auch nicht so sehr. Ist man vielleicht auch nicht geneigt, da drauf zu schauen. Sind auch easy auf Spot gekommen. 3D Max versucht jetzt hier nur noch irgendwie Waffen abzustauben, wird ihn aber wohl kaum gelingen. Die
beiden werden nachher Haus abdecken, abhauen. Nuki könnte sogar im Eck bleiben. Maximal im B noch irgendwas. Aber sie haben eigentlich auch keinen Grund hier. Einzige, was ich vielleicht gemacht hätte, ist Sonics vorschicken. In der Hoffnung, dass er noch ein paar Fracks kriegt. Somit gut Kohle scheffeln kann. Mit der Shotgun gibt es ja immer ordentlich extra Geld. Das wäre eigentlich noch eine Idee gewesen. Aber die Runde ist am Ende wichtiger. Alles andere ist Feintuning. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt jede Runde so bleibt, aber wenn, dann hat, sieht man jetzt schon das erste, die erste Umstellung, die man jetzt aus dem Match hier vielleicht gezogen hat oder gelernt hat. Nämlich, dass Aprox mit wieder Banane übernimmt. Zusammen mit Sonics. Die haben das auch schon, das wollte ich früher sagen, aber in den vorherigen Mausspielen haben die beiden das immer gemacht. Und da wurde anscheinend umgestellt, was man jetzt direkt wieder gecancelt hat. Mal schauen, ob es in den Waffenrunden dann besser läuft. An sich hat mir Aprox da immer ganz gut gefallen im Zusammenspiel mit Sonics. Und vielleicht hat Trouble einfach auch gerade gesagt in der Pause, dass er sich absolut nicht wohlfühlt dort. Und man deswegen umgebaut hat. Durch. Der Spot am B hat man jetzt schön schon auseinandergenommen. Mal schauen, ob Trouble dann das Eck checkt. Oh, er guckt sogar schon hoch. Oh, und er kassiert nicht. Ach, kann aber beide ansagen. Seine Mates sind noch ein bisschen weit weg. Kommen jetzt somit an die Bison ran. Auf geht's, Sonics. Schnappt ihr noch ein paar. Noch ein bisschen Geld aufbauen. Boah, kassiert von Oscar. Aber Nuki dafür einen gemacht. Aprox hat auch noch eine MP7. Da ist es scheißegal, ob sie da die Waffe verlieren müssen. Jetzt eher auf AK gehen. 13-0 die Führung. Und jetzt direkt in die Equip. Guardian spielt keine AWP, okay. Kerrigan dafür eine. Also vielleicht ein kleiner Waffenvorteil jetzt bei Maus. Mal schauen. So, ist tatsächlich so, dass Trouble allein falsche Mitte geht. Sonics mit Aprox Banane. Also man hat er wirklich umgestellt. Man hat ja auch gute Spiele abgeliefert gegen Very Games und gegen noch ein Team war es auf Inferno. Boah, direkt der B-Contact. Kommt super überraschend. Kriegt sie da den ersten. Ruine wird abgesmockt, wurde gespottet. Schönes Smoke. So, schöne Fläche nochmal. Aprox hat Base wahrscheinlich eingemacht. Ich glaube sogar durch die Smoke. Ruine wird auch immer weiter schön abgeflecht. Nach hinten ist auch gedeckt. Luki wirft wirklich alles raus, auch nacheinander schön. Der CT immer wieder flecht ist. Ah, oh, nette Pose, kann ich das auch gar nicht. Läuft ihm der CT vielleicht sogar rein. Nice. Und das wird eine 5er-Runde vielleicht sogar, wenn der da im Auto stirbt. Tut er auch. Und Oscar, letzte im Gang. Erster Quip und das sogar relativ ohne Probleme. Und man hat direkt was Schönes gesehen. Einfach mal ein Contact Bego, der super unerwartet kam für die CTs. Und schon ist die Runde gewonnen. Genauso will ich das bitte immer sehen. Und nicht so ein langsames Gespiele wie wirklich eben gegen Wasp. Denke mal, wenn man ein bisschen mehr, ein bisschen schneller gespielt hätte. Diese eine Runde, wo Jensen da vorhin 3 gemacht hat, wenn die an Maus gegangen wäre, das ja, wäre auch so ein kleiner Game Changer vielleicht geworden. Aber solange sie ihre Schlüsse aus ihren Fehlern ziehen, ist ja eigentlich auch alles in Ordnung. Ich meine, das Spiel ist am Ende der Saison eh egal. Das juckt dann niemanden mehr, ob Maus da gegen Wasp mal verloren hat oder so. Solange sie auf dem Finals sind,
dutzig ins Finale spielen können, ist alles okay. So, hier ging es schnell hoch. Diesmal konnte Oscar da allerdings gut aufhalten. Box checkte, ob sie verhindern kommen. Und scheinbar hier wichtig. Am Großen noch einen gemacht. Und gerade alle am Schieben. Schlechte Pose bei Snikes. Oh, Apox rechts. Kerrigans leider zu weit hinter ihm, als er ihm da helfen kann. Und auch leider eine Smoke in der Hand. Sehr krasses Timing von Snikes. Und Kerrigan gegen 4 mit Abe 5 Sekunden. Guardian schon Mitte unten dicht gemacht. Sehr schöner Laufweg von ihm. Kerrigan, was willst du tun? Boah, ich sehe den Schatten! Boah, da gab es nochmal eine Flash. Krass. Schön, der Kerrigan aus dem Spiel noch genommen am Ende. Schöne Equip von 3D Max. Erste Runde somit für die Serben. Halt noch weiter in zügigen Aufbau bei. Wieder schnell Haus eingenommen. Oh, was gibt's hier für Grants? Bisher keine. Nuki hat eine Smoke in der Hand. Schlecht. Lauber allerdings. Boah, Oscar. Macht so krasse Shots. So, jetzt der Go über den Sand. Hier auf Spot. Ach, bitte. Boah, schöner Schuss von Trouble. Aber große Sand noch. Und das ist quasi nicht zu machen. Ah, Carpi zwar jetzt gestorben, aber Trouble schon viel zu viele Hits bekommen. Bombe liegt, glaube ich, auch hier von. In der Laube und dann wird von hinten gemacht. Sehr stark von allen, vor allem Oscar. Gefällt mir gerade richtig gut, macht einen super Job unter der Laube. Macht er jede Runde 2. Vorhin in der Equipped Round auch schon 2 gemacht. Guter A-Spieler. So, das ist doch schon mal. Wesentlich angenehmerer Spielstil auch zum Zugucken von Maus. So, jetzt erstmal B da den Frickers. Boah, das ist nichts, aber direkt den Refrack. Gar nicht so schnell gecheckt, dass das ein Headshot war. Also Nuki hat ja die Bombe geholt. Ich hab jetzt auch falsche Mitte mit. Okay, flasht er jetzt Trouble. Also wirklich schöne Flashes. Da merkt man, dass Nuki so auch so eine, also eine Supporter-Rolle inne hat. Immer die Flashes gibt andere, für andere Leute. Und er schießt trotzdem ganz gut um. Hat gutes Aiming eigentlich. Hat ab und zu mal richtig seine Szenen. So, und leitet sein Team jetzt wieder Richtung B. Und da steht nur PHP. KB sehr defensiv am Has. Das könnte aufgehen. Trouble fake dann ein bisschen. Oh, stimmt, das ging Oscar. Und jetzt der Go. Flash in die Ruine, hat man vorhin schon gesehen. Oh, Nuki nach hinten. Sonic ist aber schon über Ruine durch. Y müssen sie jetzt checken. Da kommt die Nate. Ach, schade, er wollte gerade irgendwie nach links gucken. Kerrigan letzter am Hof. Kann da leider auch nichts mehr machen. Schade, Mann. Irgendwie. Ich glaube, die Smoke wirft sogar Maus. Und am Ende behindert sie die mehr, als sie nützt. Klar ist die irgendwie dazu gedacht, dass Zornix da Ruine durchkommt. Aber die liegt halt so lange, dass er dann Ruine durch ist und Spot den halt einfach nicht sieht und töten kann. Also das müssen sie vielleicht noch anpassen. So, Eco, Flash ist von Nuki gleich Mitte hoch. Oh, vielleicht können sie sogar erwischen.
Oh, das Guardian ist blind. Oh, jetzt werden sie überrannt. Oh, was ist ein Spray von Kapi? Oh, und da kriegen sie echt nur einen. Und den vielleicht sogar auch noch ein bisschen mit Glück. Schöner AK-Spray. 3D-Max gleicht somit aus. 4 beide. Kerrigan wieder mit Aave. Mal schauen, hoffentlich behält man diesen zügigen Go-By. Oh, diese Lexe, es ist so schlecht. Oh, die hat im Mitte von der Haus auch schon eingenommen. So ein wohl zügiger Argo. B ist gerade noch nicht am Schieben. Nice. So, jetzt die Frage, spielt man den Go? Nein, man bricht das mal ab. Oh, schön, Mann. Oh, und den machst du nicht. Oh, Fußhit. Schöne Runde trotzdem von Kerrigan. So, sind gerade am Schieben. Flash ist drüber. Ist der Spieler blind? Oh, PHP noch falsche Mitte. Snikes, nein. Jetzt kommt die Smoke. 2-on-3. Kapi noch sehr weit weg. Aber die Banks gegen Bombenleger sitzen überhaupt nicht. Und Apox weiß, dass er dort ist. So, stark von Nuki. Apox. Oh, er kommt weg. Schön. Muss aber Hof aufpassen. Oh, Nuki hat da nicht mitgerechnet, dass da noch so spät eine Banane kommt. Das war aber auch wirklich kacke. Das war wieder gut, weil schlecht. Oh Gott. Tja, das reicht auch noch. Oh, sowas regt mich auch immer auf. Da killt man schon einen Banane und dann kommt so spät noch einer. Das ist immer so ekelhaft als Terror. Da könnte ich mich drüber aufregen. Und das hat auch Nuki gerade das Leben gekostet. Schönes Nest hier übrigens. Oh, die Welt. Schöner Brunnen. Ist der Sky, der sich hier spiegelt. Ja, egal. Ach, 3D-Max übernimmt die Führung. Trotzdem kein so schlechtes Spiel bisher von den Mäusen. Ich meine, haben jetzt schon so viele Runden, wie sie vorhin insgesamt gegen was geholt haben. So, jetzt eine Kinderzimmer. Also, das hat man bei anderen Teams auch schon besser gesehen, dass dort Kinderzimmer mit einer Flash eingenommen wird, über Haus. Oh, ein Damage hat die gemacht, sogar die Nate. So, die Frage ist jetzt, wo es hingeht. Das sieht nach B-Split aus. Bombe ist irgendwo gedroppt. Immer angesagt. Man kommt Bogen ohne Probleme rein. Hat sogar beide 100 HP. Kerrigan will da... Was nimmst du denn die Smoke in die Hand? Oh, so ein typischer Bum-Bum-Bum. Oh, das kostet Mausi gerade die Runde, wenn er da einfach mit Waffe zielt. Dann hat er den Frag wahrscheinlich. Was war denn das? Hat er wahrscheinlich keine Muni mehr. Oh. Jetzt bitte nicht einbrechen. Runde bitte direkt abhaken. Kaufen könnte man theoretisch sogar. Die VOD-Links poste ich eigentlich immer auf Facebook. Einfach mal den Timeline checken, wenn du irgendwelche anderen hast. Aber du kannst auch einfach auf meinem Kanal gucken unter Videos. Da gibt es immer alle Bots auch. So, das erste Mal, dass es einen B-Push gibt. Maus scheint das aber schon zu wissen. Sehr schön da. Weggesetzt im Hausmesser, aber auch unnötiger Move von Oscar, muss man einfach sagen. Da sind sie schon B unten. Schön auch noch von Apox. Nimmt der quasi den A-Spot allein auseinander. Oh, Nuki hinter dir noch. Oh, er hört die. Oh, die Ansage ticken zu spät. Aber das Turn 1 müssen sie machen. Auch wenn es mal richtig knapp wurde. Unnötig knapp vielleicht sogar. Sonix kann jetzt locker für Apox legen. Was er auch tut. Apox für die Steps. Schön kann rumgehen mit Easy Pre-Aim. Oh, gut.
Anschlussrunde. 3D Max hat allerdings viel Geld. Und auch interessant, dass 3D Max hier nicht auf AWP spielt. Das ist die Smoke. Das ist genau die Smoke, um hier Sonics durchzuschicken. Oh, das muss jetzt Upbox machen. Oh, ein PRP hält es gut auf. Hat sich schon mal auch gut drauf eingestellt. Boah, schnell die Bombe geholt. Ist hinten schon dicht? Nee. Boah, stark von Sonics. Jetzt wieder B. Smoke. Ah, jetzt mal, verwirrt man sich ja selbst. Boah, die Nate. Die finde ich den da sogar. Kerrigan. Mit 30 Sekunden. Ah, sie wissen auf jeden Fall, dass er irgendwo mit der Banane so in dem Kreis sein muss. Das ist jetzt auch ganz genau. Keine Chance da für den Finn, für den Dänen wollte ich eigentlich sagen. 7 zu 5. Ah, ein bisschen wenig Runden, muss man einfach sagen. Dafür, dass man die Pistole geholt hat, sind 5 Runden jetzt auf jeden Fall nicht so viel. Man muss halt überlegen, die 3 Runden, die man mit der Pistole quasi safe hat. Dann noch 2 Equip Drowns geholt. Das ist leider nicht so viel. Das sieht zwar scoremäßig jetzt nicht so schlecht aus wie vorhin, aber trotzdem, so richtig gut ist die Terrorleistung, finde ich, noch nicht. Man hat da viel von dem anfänglichen, Sache da, wie man da agiert hat, gut nachgelassen. Daher werden die letzten beiden Runden hier noch Pflicht. Geht wieder B rein. Charlie wird auch wieder allein gelassen. Deckt jetzt wieder direkt B. Abhox, Mann! Da man nicht bratzen würde, sondern einfach nur Headshot, einfach nur Klick, Klick, tot. Boah, immerhin Kerrigan den Y-Spieler endlich gemacht. 2 und 2. Hits in den Hof. Schön! Boah, zum Glück ist der Däne auch ab und zu mal zur Stelle. Boah, er kann jetzt zum Helden werden. 23 HP gegen 22 HP. Er hat nicht die Bombe. Leider nicht, wo sie ist. Boah, er geht direkt schon vor. Boah, beide geben sich keinen Hit. Jetzt die Bombe und er geht weg. 30 Sekunden, er kann das machen. So, checkt das Guardian. Fakt Kerrigan ihn. Das ist gut, er kommt locker zum Legen. Kann sich locker eine gute Posi suchen. Mal schauen, welche er einnimmt. Den schleicht, macht gut, hat auch ein Kit, kann sich also erlauben. Boah, bleibt komplett defensiv. Guardian hat natürlich keine Ahnung, wo er ist. Oh, hört ihn jetzt. Oh, zeigt sich für meinen Geschmack zu früh, aber macht den Headshot. Puh. Knapp, aber okay. 3D Max hat aber noch locker Geld. 7. Runde müssen sie auf jeden Fall machen, dafür, dass sie die Pistole geholt haben. Jetzt mal
man für Ende darauf? Vor zu dritt falsche Mitte. Oh, 3D-Max blockt aber auch. Schön. PHP am Schieben. Maus spielt keinen direkten Go. Wurde jetzt noch gefinished. Flash für Has. Aber wichtig. Refix sitzt. Laube noch. Und wie wird es von hinten attackt? Er hat aber Sonics abgedeckt. Aprox ist auch Haus raus. Warum geht Sonics nicht? Oh Gott. Wie random. Ah, die Bombe war Laube down. Versteht allerdings nicht, warum Sonics da wie ein Beklappter vorgegangen ist. Mach es gut jetzt. Nimm das Gas raus. So, jetzt gespottet eigentlich, oder? Haben sie nicht gesehen. Doch, irgendwie schon. Sehr schön. Gut gemoved noch. Oh, gehen sogar beide Sand. Und, den ich hier überlegt. Ah, hier war da auf Spot. Aber schön, Maus holt sich hier trotzdem noch die 7. Runde. Nach einem kurzen Spot geht's weiter mit der 2. Hälfte. So, auf geht's in die 2. Halbzeit. Hier mit Maus gegen 3D Max. Vielleicht können sich die Mäuse auch endlich mal 2 Pistols in einem Match sichern. Nuki allein am A. Der Rest pusht B. Vielleicht sogar noch von Nuki. Pusht nicht zu viert runter. Sehr interessant. Wo ist die Bombe? Oh, die ist sogar T-schräge, wenn man die kriegt. Sieht es gar nicht so schlecht aus. Och, wo ist Abhox denn da? Boah, er ist in Fuchsbau gekommen. Große schon eingenommen. Woll! Abhox macht dafür mal. Hey. 2 von der Seite und hat die Bombe. Sehr schön. Das ist das, was ich gesagt habe. Hatte. Wir müssen ihm jetzt noch irgendwie helfen. Boah, schöner. 3. Schuss. Hört auch den anderen. Schon. Ah, macht den leider nicht, aber Posi bekannt. Und das soll dann leichtes sein für Maus jetzt den letzten zu holen. Machen sie auch und gewinnen jetzt damit tatsächlich sogar die 2. Pistole in einem Spiel. Und wenn man das Spiel noch abgeht, dann Prost Mahlzeit. Ich meine, gegen Faculty hatte man keine Pistole geholt und hat das Spiel 16-14 gewonnen. Somit sollte man eigentlich hier jetzt relativ wenig Probleme haben. Oh, die Lexen nerven echt unglaublich hier in dem letzten Spiel. Der Laube Spieler spottet. Kerrigan dann mit der Nate. Aber Apox macht's auch so. Jetzt frage ich mich gerade, ob Trouble und Nuki immer B waren. Oder ob das jetzt auch umgestellt wurde. Eigentlich dachte ich, Apox und Sonics waren am B. Schön von Kerrigan. Lässt sich da nicht naschen. Stützen können.
Oh Gott. Alter. Oh, ey, was sie da wieder für Probleme haben. Das sind einfach kurzzeitig einfach ein Aussetzer. Und einfach alle nur reindaddeln. Trotzdem, die Runde ist entscheidend. 9 zu 8, die Führung. 3D Max hat auch Geld. Instant-Banane ein. So, und da merkt man direkt, Nuki ist immer der Verschieber. Ja, ich glaube, sie haben es schon mal so gespielt. So, sie spielen auch Instant in Go. Schauen wir, wie das beide handeln. Nuki müsste eigentlich Instant gegenflächen. Macht er auch. Nettes Sport, Bank setzt überhaupt keine Hits. Trouble ist am Seitengang weggeschoben. Ich kann komplett nichts. Boah, müsste Smoke ein. Aber sehr, sehr gute Smokes von 3D Max. Und die Bombe ist von down. Oh Gott, was ein Fauxpas hier von 3D Max. Typische Go-Situation, dass man nicht Kraft hat, dass man die Bombe hat. Muss ja nichts, wohl der sein Mate flächen. Die Bombe ist bei. Schön. Kerrigan schießt sich die Bombe wieder. Ist auch nichts anderes mit Bison. Nice. Komm, mach den letzten, oder? Oh, jetzt bitte nicht verkacken. Schön. Sonics von der Seite rettet da noch die Runde. Ah, sehr interessanter Go von 3D Max mit den Smokes. Glücklich Flash von Trouble da den einen zu machen. Und, dass der auch noch die Bombe hat. Vielleicht ein bisschen Glück für Maus, aber sowas brauchen wir natürlich auch. 10 zu 8. Ich glaube nicht, dass sie so geplant war. Kassi doch direkt einen Headshot. Sehr schön. Kerrigan auch noch Mitte. Dann läuft der Kerrigan noch rein, der Kapi. Fallen auch wirklich gerade jede Frags einzeln immer. Ein guter gemeinsamer Go. Sonics gegen Haus gleich. Oh, der zweite springt direkt weg. Aber Apox passt auf. Überlebt er mit 13 MP. 11 zu 8, 4 Runden in Folge. Oder Moment. Und glaube ich sogar 6 jetzt, wenn man die T-Runden mitzählt. So, ach oh Gott. Ich wollte gerade sagen, auch Nuki wirft die Smoke-Banane runter. Aber bei Wasp kamen die erstens schneller und zweitens kamen sie überhaupt an. Amok Sonics blocken den Gang. Schade, dass sie sich ekelhaft laggt. Sonics kein gutes Timing. Aber Amok mit dem Reflex. Sonics konnte zumindest auch viel Damage machen. So, mit 1-1 Austausch. Kerrigan schiebt das erste Mal Richtung Laube. Nuki verschiebt auch. Trouble allein am B. Bombe ist aber noch falsch in Mitte. Trouble hat sich, glaube ich, gerade nachgesmoked. Nuki auch wieder so eine Pose, dass er schnell drüben sein kann. Und es kommt der B-Go. So, Nuki gibt jetzt Gas. Trouble dreht sich weg von den Grants. Schön, kann einzelne Smoke machen. Kommt weg. Flasht gegen. Perfekt gespielt bisher. Hat auch noch 100 HP. Wartet, glaube ich, auch auf den Bomb-Plant-Sound, damit er da durchschießen kann. Oder auf den Namen halt. Je nachdem. Nice. Sehr gute Fläche von Maus. Sehr schön weiterhin abgeaimt. Boah, schönes Brett von Guardian. Boah. Jetzt fallen aber die Headshots. Apox vielleicht eine unerwartete Posi. Bombe wurde gelegt. Hätte sie auf jeden Fall töten können.
So, er weiß, dass Dark einer ist. Er sieht die Waffe. Sehr schön, Hof. Ah, Ost Kerrigan. Sehr schön, Mann. 12 zu 8 die Führung. Kit ist auch am Start. Braucht Apox aber nicht mehr. Nicht mal. Das läuft doch. Trouble gefällt mir echt gut am B. Auch die weiteren Flashes waren gut. Sehr schön aufgehalten. Dimax hat aber nochmal Geld. Carry Gain. Der Heck Doppelnade. Guardian hat davon eine gefangen. Dimax ist mal schneller am Haus unterwegs. Diesmal Laube im Werthaus. Niemand. Apox muss da gleich aufpassen. Das Kerrigan kann er nicht zielen. Schön ausgezogen von Sonix. Er kriegt den mit Gear-Effects. Aber Apox sehr schön gespielt. Schönes Teamplay direkt rumgezogen. Kerrigan übernimmt auch Haus. Sehr gut. Hass müsste Nuki haben. Und Bombe ist sogar Action. Apox gespottet. Oh, Kerrigan hat er leider verschossen oben. Apox gerade am Reloaden. Boah, was? Wieso kriegen sie den nicht? Aber bei zwei sind low, das können sie trotzdem machen. Schnelle Flash für Action. Nuki macht's gut, hat noch keinen Step gemacht. Das könnte ihm noch nützlich sein. Ach, Trouble jetzt leider gestorben. Ah, dann wird's auch Nuki nicht mehr machen können. Ach, wird von Oscar geholt aus dem großen Sand. Erste T-Runde für 3D Max für dieselben. Aber nochmal Geld, Kerrigan auch wieder mit Arbe. Schön, Apox First Trick gemacht. Wo war der? Hallo? Oh, da am Haus. Der hat Schelle gefangen. Auch interessante Pose von Apox. Oh, sie boosten Laube. Ah, ne, doch. Ne, sah grad so aus. Ja. Guardian noch schöne Hits am B gefangen. Sehr gute Ausgangslage, jetzt die Runde runter zu spielen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man da Haus rumkommt? Ah. Gucken, da kommt jetzt leider keiner. Go kommt über Has und Action. Das 3D-Max auch nicht so gutes Team. Der ist schöner zweiter Schuss von Kerrigan. Kommt schon, eine dritte kann er auch noch machen. Sehr schön. Vierten. Ah, der macht er leider nicht, aber Nuki ist eh immer da. Sehr schön. Gut geschoben mal wieder. Aber 3D Max macht's Maus auch echt nicht so schwer. Ich spiele hier keinen großartigen Fake. Maus kann immer mit mehreren Personen dort stehen, wo dann letztendlich der Go kommt. 13-9 die Führung. 3D Max. Kein Geld, soweit ich das hier überblicken kann. Eine AK bei Oscar. Doch, Guardian auch eine. Also, sehr komisches Kaufverhalten, aber es sind wahrscheinlich auch die beiden. Ne, nicht mal. Haben beide jetzt sogar weniger als der Rest. Also, strange Situation. Sonics Apox blocken wieder. Ne, sah gerade so aus auf der Overview, als ob sie wieder Haus blocken. Bin so wieder defensiv. Kogo Boost für Apox. Auf der Laube. Könnte sogar aufgehen. Kerrigan über dem Taus. Was passiert am B? Bombe schiebt jetzt hin. Also ganz, ganz schlechter Fake, wenn man es überhaupt als Fake betiteln will.
Loki hilft ihm schön. Probably hat auch Zeit zu reloaden. Och, steht zu weit gegen die. Oh, Kerrigan, so einen Schuss musst du dann auch mal hitten. Aber zum Glück ist auch nichts im Seitengang erfolgreich. Schön, den zweiten Under gemacht. Oscar, letzter. Oh, der kommt von hinten. Aber ist jetzt wenigstens bekannt. Herr Boxer hat einen guten Vorteil. Ah, warum zielt er nicht? Er würde den Schatten eher sehen. Aber wahrscheinlich doch noch. Wäre dann auch dumm gewesen, da einfach nochmal vorzugehen. Aber er sollte ihn jetzt nicht von hinten machen. Sonic hat keine Muni mehr. Oh, er kriegt so dicke Hits. Steht letztendlich. Mann, 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 haben sie lang gebraucht. Aber im Endeffekt noch alles gut gegangen. Schöne Runde mal wieder von Sonics auch. Da am Seitengang. 14 zu 9. Jetzt wieder full equipped in Anführungsstrichen. Oscar hat so wenig Geld. Was, wie lange er braucht, um sich da was einzukaufen? Jetzt wieder der Block. Schön auf die Steps reagiert. Schiebt es auch weg. Smoked it, Pox. Oh, Kerrigan hat sie weggesmoked. Aber sie spielen das immer ganz gut da eigentlich zusammen. Oh, Sonic sitzt allerdings allein vor. Das war unnötig. Kerrigan hat sich nämlich gerade weggezogen. Kleine Misskommunikation da beim Maus. Oh, interessante Flash für Hess. Von Nuki. Kerrigan aber nicht rumgezogen. Denn es geht wieder mal B. Loki ist das aber da. Oh, jetzt der Go. Lovely. Nein, macht leider keinen. Und Loki war doch nicht da, aber er hätte sowieso keine Flash mehr gehabt. Und Apox kommt über Banane. Auch das erste Mal, glaube ich, auch, dass einer über Banane kommt. Und Loki denkt, dass da noch einer CD-Base ist. Ah, sie versuchen es nicht. Wenn sie alle Waffen durchkriegen, können sie sogar kaufen. Sonic hätte alleine Geld. Trouble kann man legen. Von daher ganz wichtig, jetzt hier alle Waffen durchzukriegen. Sieht bisher auch ganz gut aus. Und sehr weit davon entfernt, hier auf einen Gegner noch zu treffen. Keine Ahnung, warum ich gerade Chat reset wollte, aber ich habe es einfach so auch gelesen. Und habe es einfach mal gemacht. So, Mausspiel ist ein bisschen aggressiver jetzt am B. Abox fest fängt die Nate. Hat den Move aber vorhin schon mal ausgepackt. Kerrigan steht aber auch echt immer gleich am Hass. Aber Maus variiert doch gerade nichts. Eigentlich auch nicht so viel Gründe dazu. Apox wartet auf die Ansage, ist aber gefährlich, denn Hausmeister zielt keiner. So, jetzt der Go. Apox vielleicht jetzt nochmal gegen. Und Kerrigan wird überrannt. Steht diesmal aber ein bisschen anders. Apox, jetzt geht die Smoke. Oh, er hätte jetzt die Chance gehabt, zwei in den Rücken zu schießen. Oh, es wird wieder so ein B-Split. Oh, Kerrigan verschießt. Dazu muss. Oh, Nuki musste Demon-Split und wollte da weg. Oh, um den Fehler auszugleichen, aber passiert leider nicht. Kriegt direkt Headshot. So nichts da. Hoffnungslos verloren am A. Das wird die nächste Runde für die Serben. Gut jetzt gegen Kerrigan mal gegangen. Haben das auf jeden Fall gemerkt, dass er da nur alleine steht. Dass es nicht gedoppelt wird, keiner im Eck steht. Dafür könnte Maus natürlich jetzt spekulieren. Dass sie da Kerrigan mal, dass sie hier an dem Eck abstellen.
11. Runde. Hat Mausgeld. Eco, so wie das aussieht. Haben aber viel Equipment. Spielen anscheinend nochmal ihre Pistol, ja? Nuki flecht da direkt Mitte Runde, der Rest Gast Banane. Okay, die kassiert direkt. Smoke jetzt von Abhawks, damit sie da durch können. Vielleicht falsche Mitte. Boah, schön rumgezogen. Kriegen ihn auch. Kapi ist noch low. Ist die Bombe vielleicht... Ja, die Bombe ist wieder hinten. Also vielleicht wieder die Chance für Maus hier ähnlich der Pistole die Runde zu machen. Abhawks weiter an die Waffe ran. Bitteres Timing. Jubilee hört noch die Steps... Sonix lenkt für ihn ab, sehr gut. Mal schauen, ob sie sich davon locken lassen. Einer kommt vor. Schade, kommt da nicht so vor, wie Trouble es erwartet hatte. So, wenigstens haben sie den guten Riecher. Sonix hat aber auch schon die Steps gehört. Muss aufpassen, er kann auch abgeaimt werden. Schön. Ach, schade. Sie rechnen... Er hat einen Free Frag. Nice. Oh, schade, Mann, dass Nuki da geschoben ist. Da halt nur einer da war. Oh, das war wieder so unglaublich scheiße gespielt eigentlich. Und deswegen ist Nuki geschoben, weil er gedacht hat, dass es nur ein Fake ist. Oder halt da nur einer irgendwie von hinten kommen will. Ach, aber 3D Max kommt weiter ran. 17... Ne, was habe ich? 14 zu 12. Geld ist wieder dabei. Kerrigan sollte vielleicht auch mal mehr variieren. Jetzt nicht nur am Hellstuhl statisch stehen. Nice. Geht, glaube ich, sogar Haus. Okay, Action. Aber immerhin steht er ein bisschen anders. Oh, nettes Doppel da. Nuki darf halt nicht aufstehen. Werden wir wohl leider nicht in Aktion gehen. Endlich mal so ein... Jetzt macht das auch Sinn, wie Aprox steht. Jetzt Kerrigan schießt einmal, Aprox vielleicht gegen. Schön, dass Kerrigan da auch direkt den Hasco erwartet. So, gut eigentlich aufgehalten bisher. 40 Sekunden hat 3D Max noch. Und diesmal wird es auch ein Argo. Sie stehen noch zu zweit am B. So, am A ist leider nur noch ein Gegenflash vorhanden. Kerrigan wird gut weggeflecht. Oh, sind jetzt schon am Spot zu zweit große Sand. Boah. Schießt fast um da. Schön von Kerrigan, wichtig. Wenn Sonix den zweiten macht, dann sieht's gut aus. Er hat leider nur eine Rotzfarmers. Nuki jetzt das da mit Trouble. Boah, das wird sehr, sehr schwere Retake. Oh Gott. Was ein Luck noch. Boah, die Fläche kann vielleicht was entscheiden. Ja, keiner blind. Boah, ein PHP mit einem total seltsamer Move, aber er kriegt den Frack. Und beide low. Trouble hat aber eh kein Kitz, von daher ist es Wurst. Anschlussrunde für 3D Max. 13 zu 14. Maus müsste theoretisch sogar in die Eco. Ja, alle nur 3-1. Das wird nicht reichen. 3D Max wird hier gleich aufschließen. Er hat ihn sogar flecht gemacht. Aber Trubel kommt da die Waffe. Oh, schade, dass sie jetzt alle einzeln sterben. Gehen jetzt auch richtigerweise groß, da wo nicht die Waffe ist. Oh,
Sonics. Timing, Timing, Timing. Ach, schön, die Bombe ist down. Jubilee. Move gut, move gut. Leider jetzt schon bekannt. Boah, Headshot und Sonics auch noch einen. Auf einmal nur 1-on-1. Kommt schon. Nice. Maus macht das Draw-Safe in der Eco. Oh Mann. Die Fuse geht natürlich easy durch. So, da bitte das Spiel nicht abgeben. Man hat jetzt genügend Geld. Und jetzt würde ich mir trotzdem mal wünschen, dass Kerrigan nicht Action der Hass steht, sondern einfach mal Haus. Vielleicht auch Banane direkt. Meine Guardian kommt da immer relativ früh rein. Wieder am Herz. Okay, man spielt sie auf Nummer sicher. Nochmal dieses Doppel am B. Abbox versucht er wieder mit Timing HE auf House Damage zu spielen. Aber da sieht man, das Guardian wieder Banane drin. Steht sogar relativ offen, also wenn man da ein bisschen gutes Timing hat. Oh, vielleicht geht das Duell jetzt sogar auf, das Doppel. Wenn es da rumzieht. Nice. Sehr schön. Gut gemacht. Boah, Kerrigan leider Hass gestorben. Mapbox übernimmt aber. Oh nein, das Bibo. Oh, zum Glück zeigt er sich nochmal. Luki müsste den eigentlich machen. Deckt da nur Hundegang ab. Ganz gefällig, da der jetzt natürlich. Boah, Mapbox steht. Oh Gott. Kann ich mal aimen anstatt pratzen? Oh, Sonics, ganz, ganz schwierig. Oh Gott. Jubilee sollte einfach safen, was er auch tut. Es wäre echt wichtig, dass er hier die Waffe durchbringt. Für die allerletzte Runde. Kerrigan kann so kaufen. Ah, Abhox muss halt irgendwie was anderes kaufen. Nuki auch. Sonics ist halt derjenige, der es hier dringend notwendig hat. Dringend nötig hat. Nice Turtle und die. Ja, der Move war echt gut, hat ja auch funktioniert. Sowas klappt wahrscheinlich aber nur einmal im Spiel. Weil dann kommt irgendwann von hinten einfach eine Silent Flash und beide Hofspieler sind blind. Wobei man natürlich dann trotzdem einfach noch schießen könnte. Also viel Platz ist ja dann nicht für den Täter irgendwie rumzumoven. So, aber letzte Runde. Auf geht's, Maus. Viert einmal jetzt. Oh, und endlich wird Nuki mal da abgestellt. So, wenn sie jetzt nicht B gehen, sieht das eigentlich ganz gut aus. Abhox wieder. Also packt man wirklich mal zwei kleine Specials aus. Abhox da auf dem Kogu. Mit Nuki da am Eck. Wieder nach B-Split aus. Oh, was? Ey. Ich glaube, Sonics hatte da nicht geaimt. Abhox stand da nach Anti. Vielleicht wurde easy weggesnackt, glaube ich sogar. Und es geht wieder Richtung B. Bombe ist davor. Noch keiner am Schieben. Sie rechnen noch damit, dass Kerrigan da wegholt. Zum Glück macht Jubilee ein. Vielleicht gut gegen. Und er spielt safe. Geht nicht auf Spot. Blind, die da sind. Nuki zieht bitte rum. Boah, macht zum Glück ein. Wird dann gerefragt. Sonics schiebt, glaube ich, auf den Spot. Wichtig, dass er jetzt. Schön. Oh, wichtig, dass sie gerade an beiden Seiten die Frags ziehen. Letzte Runde läuft dann doch nochmal ganz gut. Kerrigan kann ihn jetzt für ihn zielen. Macht er nicht. Jetzt die Steps. Kerrigan verschießt. Oh, jetzt bitte nicht den Headshot fangen. So, er legt auf Spot. Oh, geht doch. Alter, Maus gewinnt das Spiel 16-14. Was ein Krimi. Wer hätte das noch gedacht nach dem desaströsen
Spiel vorhin gegen Wasp.